Vergiftungen und Impfungen durch Chemtrails. Wie schon zuvor angemerkt, sind sogenannte Chemtrails auch eine Form von Impfungen. Da die Zahl der Impfverweigerer die letzten Jahrzehnte stetig wächst, ist man dazu übergegangen, die Leute eben zusätzlich über die Luft zu impfen. Was sind nun Chemtrails? Das sind chemische Kondensstreifen, die aus Flugzeugen aus großer Höhe versprüht werden, sich langanhaltend ausbreiten und eine graue, zugezogene Wolkendecke bilden, die Sonnenstrahlen nicht mehr durchlässt. Das Ganze ist auch unter dem Namen Solar Radiation Management bekannt, Verfahren zur Beeinflussung der Sonneneinstrahlung, wovon wieder das SAI-Verfahren, SAI ist gleich Stratospheric Aerosol Injection, am bedeutendsten ist, also die Ausbreitung von Aerosolen in der Tropopause, der Grenzschicht zwischen der Stratosphäre und der Troposphäre. Dieser Grenzbereich liegt in einer Höhe von 8 Kilometern an den geografischen Polen und bei etwa 18 Kilometern am Äquator. Das Ganze soll augenscheinlich dazu dienen, der durch den Klimawandel von der Wissenschaft vertretenen These der Erderwärmung entgegenzuwirken. Diese Art der Wetterbeeinflussung nennt man im Englischen auch Geoengineering. Seitens des deutschen Bundesumweltamts werden die Chemtrails in die Ecke der Verschwörungstheorien gestellt. Die Massenverblödungsmedien blasen natürlich ins selbe Horn, bis auf klitzekleine Teilausnahmen. Was ist denn auch sonst anderes zu erwarten? Der Ausdruck Chemtrails wurde einst vom ehemaligen US-Präsidentschaftskandidaten Dennis Kucinich in einem US-Gesetzesentwurf zum Schutze der Atmosphäre und des Weltraums geprägt. Space Preservation Act, HR 2977. Kucinich, der Zugang zu geheimen Militärakten hatte, forderte, dass exotische Waffensysteme der Militärs, gerade auch im Weltraum, verboten werden, zu denen er auch explizit die Chemtrails auflistete. Zu den anderen exotischen Waffensystemen zählt des Weiteren elektronische und psychotronische Waffen, Niedrigfrequenzwaffensysteme, Plasma-, Schall-, Ultraschall- und elektromagnetische Waffen, Laserwaffen, chemische, biologische, umwelttechnische, klimatische und tektonische Waffen, strategische, taktische oder extraterrestrische Waffen. Der Ausdruck exotische Waffensysteme schließt Waffen mit ein, die den Weltraum oder natürliche Ökosysteme schädigen, wie zum Beispiel die Ionosphäre, obere Atmosphäre, sowie Waffensysteme, die die Absicht haben, Bevölkerungen oder Regionen auf der Erde oder im Weltall zu schädigen bzw. zu zerstören. Sie können es gerade nicht glauben? Lesen Sie am besten selber auf der Seite des US-Kongresses nach. Viele Skeptiker würden jetzt immer noch behaupten, dass die Chemtrails in Wahrheit gewöhnliche Kondensstreifen seien. Hier möchte ich gern mal die Frage in den Raum werfen, ob diese Skeptiker Tomaten auf den Augen haben und sich das Wettergeschehen am Himmel die letzten Monate und Jahre tatsächlich mal angeschaut haben. Die Frage ist absolut ernst gemeint. Denn da draußen sehe ich die meisten Leute wie Zombies umherlaufen, die nur noch auf ihr Smartphone vor ihrem Dickschädel glotzen und denken, sie wären die Krone der Schöpfung und hätten die universelle Weisheit mit großen Schaufeln gegessen. Dann gibt es jene Leute, die draußen vor sich hergehen und mit abgesenktem Kopf ständig nur auf den Boden starren und anscheinend in ihrem Leben nie mal nach oben gucken. Ich wette, Sie haben solche Spezies auch schon häufig draußen herumlaufen sehen. Häufig sieht man auch eine Kreuzung der beiden Exemplare, also Leute, die ihr Smartphone vorm abgesenkten Kopf halten und manchmal beim Überqueren von Straßen von Autos fast umgefahren werden. Aber gut, um einmal die Abgrenzung der Chemtrails von den Contrails, Kondensstreifen, fundiert darzustellen, finden Sie nachfolgend eine leicht verständliche Erklärung. Übliche Kondensstreifen, Englisch Contrails, entstehen während des Flugbetriebs in Höhen über 6000 Meter im Wesentlichen, wenn Wasserdampf und rußhaltige Triebwerksgase auf relativ kalte Luft treffen. Bei Temperaturen unter minus 40 Grad Celsius sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 100% oder mehr. Je höher die relative Luftfeuchtigkeit ist, desto langlebiger sind die Kondensstreifen.
Diese langlebigen Kondensstreifen verbreitern sich mit der Zeit und sind irgendwann nicht mehr von den natürlichen Cirruswolken, die sich in den gleichen Höhen bilden, zu unterscheiden. Übliche Kondensstreifen überdauern je nach Verbrennungsprozess, Triebwerkswärme und aktueller Wetterlage nur wenige Sekunden bis maximal ca. 20 Minuten. Ein echter Kondensstreifen bildet sich erst in ungefähr 1,5 Flugzeuglängen hinter dem Flugzeug aus, da der heiße Wasserdampf für seine Kondensation entsprechend Zeit benötigt. Chemtrails treten hingegen direkt, ohne Lücke, aus den Trag- oder Heckflächen aus. Verkehrsflugzeuge fliegen in der Regel in der Tropopause in einer Höhe von rund 10.000 Metern oder etwas höher. In diesem Bereich liegt die relative Luftfeuchtigkeit regelmäßig deutlich unter 100%, was sich auch an der in diesen Höhen meist äußerst geringen bis fehlenden Wolkenbildung ableiten lässt. Wo sich aufgrund zu geringer relativer Luftfeuchtigkeit keine Wolken ausbilden, können auch keine langlebigen Kondensstreifen überdauern. Es sei denn, es handelt sich um künstlich ausgebrachte, bedeckungsbildende Aerosole mit anderem Kondensationsverhalten als normale Kondensstreifen. Die Entwicklung der Wasserdampfmengen in der Stratosphäre zeigt Untersuchungen zufolge eine abnehmende Tendenz, was die Ausbildung langlebiger Kondensstreifen zusätzlich erschwert. So haben Messungen des Meteorologischen Observatoriums in Lindenberg in der oberen Troposphäre seit den 70er Jahren eine Abnahme der relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 4% gezeigt. Die gemittelte relative Luftfeuchtigkeit im bisherigen Beobachtungszeitraum beträgt ca. 40%. Wie viel Wasserdampf die Atmosphäre im Bereich der oberen Troposphäre bis unteren Stratosphäre aufnehmen kann, wird stark von der herrschenden Lufttemperatur bestimmt. Mit sinkender Temperatur nimmt die Kapazität der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, nicht linear ab. Während die Schwellwerte für Temperatur und Feuchte lediglich die Bedingungen zur Bildung von Kondensstreifen definieren, muss zur Persistenz von Kondensstreifen ein zusätzliches Kriterium erfüllt werden, nämlich die Übersättigung der Atmosphäre bezüglich der Eisphase. Andernfalls bilden sich nur kurzlebige Kondensstreifen, die sich nach Vermischung mit der Außenluft rasch auflösen. Moderne Flugzeuge und Hubschrauber sind ungefähr seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Regel mit zwei Stromturbinen-Luftstrahltriebwerken mit hohem Nebenstromverhältnis ausgerüstet und produzieren praktisch keine beständigen Kondensstreifen. Ich denke, spätestens jetzt sollte das nun einleuchtend sein. Es existiert sogar ein US-amerikanisches Patent mit der Nummer US 200 900 322 14, welches das Ausbringen von Aerosolen, Emissionen in großer Höhe zur Blockierung der Sonne im Rahmen der Eindämmung des Klimawandels beschreibt. Offizielle Aussagen über Chemtrails. Interessanterweise wurde selbst auf dem deutschen TV-Sender ZDF die Bevölkerung in einem Beitrag auf die Existenz von Chemtrails dazu eingestimmt, als es darin hieß, dass Forscher an einer Lösung zur Eindämmung der Erderwärmung arbeiten, welche vorsehe, weltweit giftiges Schwefelpulver in der Atmosphäre durch Flugzeuge auszubringen, um die Sonnenstrahlen zurückzureflektieren. In einem ZDF-Wetterbericht erklärte der Wettermoderator anhand der Karte Deutschlands, dass jene Schlangenlinien vermutlich durch Militärflugzeuge ausgebracht wurden, die mit dem Wetter so nichts zu tun haben. Auf einer von den Vereinten Nationen organisierten Konferenz zum Klimawandel, keine UN-Sitzung, hielt Rosalind Peterson, Präsidentin der Agriculture Defense Coalition, Koalition zur Verteidigung der Landwirtschaft, im September 2007 eine Ansprache, in der sie auf Wetterbeeinflussung durch über die Luft aus zumeist nicht kommerziellen Flugzeugen versprühte Chemikalien hinweist und dass durch die Blockierung der Sonne diese Art der Wettermodifizierung sich nachteilig auf zukünftige Ernten auswirkt sowie allgemein die Anbausaisons in der Landwirtschaft beeinflusst. Denn weniger Sonne bedeutet weniger Photosynthese für die Pflanzen. Ein solch chemisch angereicherter, andauernder Kondensstreifen kann sich nach ihren Aussagen bis auf 4000 Kilometer weit ausdehnen
und 20 Stunden lang anhalten. Sie zitiert zudem Studien von der NASA, US-amerikanische Weltraumbehörde, die besagen, dass diese von Menschen gemachten Wolken die Wärme in unserer Atmosphäre einschließe und somit überhaupt, zumindest teilweise, zur globalen Erwärmung erst beitragen würde, während ja sonst behauptet wird, dass gesprüht wird, um die Erderwärmung zu stoppen. An diesen Sprühaktionen sei sowohl die NASA als auch die US-Luftwaffe beteiligt, die laufend kanisterweise Chemikalien in der Atmosphäre ausbringt, ohne jedwede Regulierung. Unter diesen ausgebrachten Chemikalien befinden sich auch Aluminium, Barium und Strontium, welche, so Peterson, Pflanzen und Bäume zerstöre, da die Wurzeln durch die Vergiftung nicht mehr in der Lage seien, ausreichend Wasser oder Nährstoffe aufzunehmen. Die Chemikalien gelangen ebenfalls in unser Grund- und Trinkwasser. Zudem erwähnte sie, dass die Flugzeugemissionen vermehrt Salpetersäure in die Atmosphäre bringen, die wiederum die Ozonschicht verringert, laut einem Bericht der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde. Von den Impfungen wissen wir bereits, dass Aluminium das Hirn zerstört und Alzheimer auslösen kann. Eine weitere Bestätigung kommt dann auch direkt von der US-Luftwaffe, wo Kristen Megan 9 Jahre lang im Bereich Bio- und Umwelttechnik als Industriehygienikerin und Umweltexpertin arbeitete. Teil ihrer Arbeit war es, als Kontrollinstanz Chemikalien freizugeben und zu prüfen, wer diese anfordert und für welche Zwecke diese gebraucht werden. Mit der Zeit wurde sie aufgrund großer Mengen von zum Einsatz vorgesehener Chemikalien skeptisch, da die Behälter keinerlei Angaben über den Hersteller aufwiesen oder einer militärischen Abteilung zugewiesen waren, was nicht dem Standardprotokoll entsprochen hatte. Als sie anfing, Fragen zu stellen, fing man an, sie zu dämonisieren und ihr zu drohen, sie in eine Anstalt einzuweisen und ihr die Tochter wegzunehmen. Seitdem hat sich ihr Leben geändert, sowie ihre Haltung zum US-Militär. Unter den Chemikalien, die sie in riesigen Mengen zu Gesicht bekam, befanden sich zufälligerweise Aluminium, Barium, Strontium und Sulfate, Salze oder Ester der Schwefelsäure. Die Verbindung zu den Chemtrails fand sie dann schnell, als sie selbst in ihrer Umgebung Luft- und Bodenproben entnahm, sie analysierte und in ihnen exakt dieselben chemischen Komponenten wiederfand. Laut ihren Schlussfolgerungen werden die Chemtrails aus diversen Gründen versprüht. Wenn man den Menschen ihre Nahrung und ihr Ökosystem zerstört, so hat man sie richtig unter Kontrolle. Die Agrarindustrie verdient daran, Pestizide, Genpflanzen und auch Spekulanten-Insider können davon profitieren, wenn sie beispielsweise bereits vorab wissen, wo und wann es wie viel regnen wird. Ernteerträge oder Ausfälle, Börsenpreise etc. Auf einer öffentlichen Anhörung der regionalen Luftqualitätsmanagementbehörde in Shasta, Kalifornien, im Jahre 2014 kamen Piloten von kommerziellen Passagierflugzeugen, ehemalige Piloten der US-Luftwaffe, Ärzte und Wissenschaftler zu Wort, die alle die Existenz und Eigenschaften von Chemtrails bestätigten. Bei dieser Anhörung wurden unter anderem folgende Insider-Aussagen getätigt. Es wurde von Flugzeugen berichtet, die keine Passagiere an Bord und auch keinen Transponder-Code haben, also quasi anonym unterwegs sind, die meilenlange Chemtrails versprühen. Diese Sprühflugzeuge werden von Mitarbeitern in Chemieschutzanzügen beladen. Warum? Wenn das alles angeblich harmlos sein soll, was gemacht wird. Aufgrund der Ausbreitung von mikronisiertem Aluminium kann ein 25-prozentiger Anstieg von Lungenkrankheiten und fast eine Vervierfachung von Parkinson-Erkrankungen und anderen neurodegenerativen Erkrankungen sowie eine erhöhte Anzahl von Alzheimer-Fällen beobachtet werden. Nanopartikel erzeugen Zelltod im Gehirn. In Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyperaktivitätsstörung und Autismus wurden hohe Mengen an Aluminium gefunden. Nach einer entgiftenden Ausleitung kehrten sie zum Normalzustand zurück. Neben Aluminium wird die Ausbreitung von Barium, Strontium und Mangan erwähnt. Es wird klargestellt, dass Aluminium als Verbindung natürlich vorkommen kann,
aber nicht in freier Form, wie es in der Luft und im Boden vorgefunden wird. Dies sei nicht normal. Wenn die Sonne eine weiße Trübung aufweist, dann liegt Aluminium in der Luft. Chemtrails unterdrücken das Immunsystem. Neben Metallen und Chemikalien enthalten die Chemtrails laut den Aussagen der schwedischen Grünen-Politikerin Pernilla Hagberg auch Viren und Virenfragmente, wie die Seite naturalnews.com auf Berufung eines Artikels der schwedischen Zeitung Katrine Holmskurieren berichtete. Letztere löschte den Artikel jedoch wieder von ihrer Seite. Versprüht werden außerdem unter anderem auch Arsen, Bazillen und Schimmelpilze, Quecksilber, Blei, Nickel, Schimmelpilzsporen, Polymerfasern, Mykotoxine, Nanoaluminiumbeschichtetes Fiberglas, Submikronpartikel, die lebende biologische Materie beinhalten, sowie rote und weiße Blutkörperchen von Menschen, wie unabhängige Analysen laut einer US-amerikanischen Aktivistenseite und die Bürgerinitiative saubererhimmel.de bestätigen sollen. Wenn also sowohl in Impfungen als auch über Chemtrails Virenteile bzw. Virenfragmente verbreitet werden, so kommt man schon fast zu der Schlussfolgerung, dass Impfungen und Chemtrails eine Zweikomponentenwaffe gegen uns nutzlose Esser sind. Das heißt, dass bestimmte Virenfragmente, die über Impfungen verabreicht werden, durch bestimmte Virenfragmente über die Chemtrails im Körper aktiviert werden. Gut möglich, dass beispielsweise über Impfungen einst verabreichte inaktive und schlummernde Substanzen durch passende Aktivatoren aus Chemtrails und/oder Nahrungsmittel erst ihre verheerende Wirkung entfalten. Der umgekehrte Weg kommt natürlich auch in Frage, also dass Gifte über Chemtrails durch Gifte in den Impfungen aktiviert werden. Gerade auch deshalb sollte man zusätzliche Vergiftungen da vermeiden, wo es tatsächlich noch möglich ist. Doch auch das Metall Lithium wird laut der Wissenschaftlerin Anne Fillmore zumindest in einigen Regionen testweise in den USA versprüht. Lithium wird in der Medizin für gewöhnlich bei bipolaren Störungen und schweren Depressionen verschrieben. Die Liste an möglichen Nebenwirkungen ist laut Fillmore nicht ohne. In allererster Linie Lethargie. Man fühle sich schwer und wie unter Medikamenteneinfluss. Muskel- und Gelenkschmerzen, undeutliches Reden und unscharfes Sehen, Verwirrung, Halluzinationen, plötzliche Gewichtszunahme, Magenprobleme, die zu Durchfall oder Verstopfung führen können, Störung des Hormonsystems, endokrines System, Magen schwillt an, als sei man schwanger, Haarverlust, Appetitverlust, Impotenz. Dass die NASA unter dem Vorwand von Raketenexperimenten Lithium absondert, dürfte sicherlich nur ein dummer Zufall sein. Schaut man sich an, wer bei der finanziellen Unterstützung von Wissenschaftlern dabei ist, die sich für groß angelegte weltweite Klimabeeinflussung, Geoengineering, einsetzen, so ist Primus Bill Gates ganz vorn mit dabei. Ist es Zufall, dass Billy sowohl Impfungen als auch Chemtrails liebt? Nicht unerwähnt in diesem Zusammenhang dürfen die Vereinten Nationen sein, denn die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ein Impfprojekt ausgearbeitet, das vorsieht, über Aerosole, also über die Luft, die Masernimpfung auszubringen. Das können Sie übrigens auf der Webseite der WHO nachlesen. Für eine Überraschung sorgte die am 24. März 2017 eingereichte Gesetzesvorlage H6011 des US-Bundesstaates Rhode Island mit dem Namen Geoengineering Act of 2017, Gesetz zur Klimabeeinflussung von 2017, welches das Geoengineering kritisch betrachtet und gesetzlich regulieren will. So heißt es in der Gesetzesvorlage unter anderem: Geoengineering wird hier als die absichtliche Manipulation der Umwelt definiert, die nukleare, biologische, chemische, elektromagnetische und/oder andere physikalische Wirkstoffe einbezieht, die Veränderungen der Erdatmosphäre und/oder der Oberfläche bewirken. B.
Die Generalversammlung von Rhode Island stellt fest, dass das Geoengineering viele Technologien und Methoden mit gefährlichen Aktivitäten umfasst, die die menschliche Gesundheit und Sicherheit, die Umwelt und die Wirtschaft des Staates Rhode Island schädigen können. C. Es ist daher die Absicht der Generalversammlung von Rhode Island, alle Geoengineering-Aktivitäten zu regeln, wie es weiter unten in den Bestimmungen und Bestimmungen dieses Kapitels dargelegt ist. Die Liste an aufgeführten Techniken zur absichtlichen Manipulation der Umwelt beinhaltet beispielsweise Solar Radiation Management, SRM, oder was manche als Chemtrails bezeichnen, bodenbasiertes Geoengineering und/oder atmosphärenbasierte Einsätze desselben, einschließlich der Werkzeuge und Fahrzeuge, um dies einzusetzen, inklusive Drohnen, Schutz mittels Wolkenabdeckung und Wolkenaufhellung, Weltraumsonnenschirme oder Sonnenschutzschilde, Solarschutzschilde oder atmosphärische Sonnenschutzmittel, zum Beispiel reflektierende Partikel wie Schwefeldioxid und Aluminiumoxid, künstliche Ionosphäre, zum Beispiel Plasmawolken mit hoher Dichte, Ozeandüngung mit Eisen oder Kalk, Wiedervereisung oder Kühlung der Arktis durch künstliche Mittel, genetisch modifizierte CO2-verzehrende Plastikbäume, atmosphärischer Einsatz von Hochfrequenz, Mikrowellenstrahlung, Flugzeug-Geoengineering-Aktivitäten. In derselben Gesetzesvorlage werden sogar mögliche Konsequenzen durch all diese Klimabeeinflussungsmethoden aufgezählt. Globales Verdunkeln reduziert die Absorption von Vitamin D bei Mensch und Tier. Reduzierte Photosynthese. Lokale Niederschlagsmuster verändern sich. Chemische Inhaltsstoffe in den lokalen Niederschlägen. Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden, wenn die Partikel auf die Erde fallen. Verschlechterung der Gesundheit bei Menschen, Tieren und Pflanzen und anderen lebenden Organismen. Beschleunigung der Verluste in der Artenvielfalt und bei den Arten. Weniger direkte Sonneneinstrahlung auf der Erde. Aktuelle Schätzungen gehen von 25-30% weniger Sonnenlicht aus, das die Erde wegen des Chemtrail-Sprühens erreicht. Anstieg des sauren Regens, Schwefel- und Aluminiumoxid. Dürren und Überschwemmungen. Erhöhungen der ultravioletten Strahlung, UVA, UVB und/oder UVC, die die Erde erreicht. Sichtbarkeitsbeeinträchtigung. Auf der letzten Seite der Gesetzesvorlage, nach der der Lizenzierungsprozess öffentlich erfolgen müsste, heißt es abschließend: Dieses Gesetz würde ein System zur Regulierung der absichtlichen Manipulation der globalen Umwelt durch verschiedene Mittel, die als Geoengineering bekannt sind, schaffen. Dieses Gesetz würde auch vorsehen, dass eine Person, die sich in Geoengineering-Aktivitäten engagiert, eine Lizenz vom Direktor der Abteilung für Umweltmanagement benötigen würde. Dank an konjunktion.info für die Übersetzung. So, damit hätten sich die Chemtrails und ihre negativen Folgen für Mensch, Tier und Umwelt als bloße Verschwörungstheorie hiermit endgültig und ein für allemal erledigt. Sehr zum Leidwesen des Establishments und sonstiger Propagandisten. Ob die Gesetzesvorlage nun tatsächlich kritisch mit dem Thema umgeht oder die Chemtrails schlussendlich einfach legalisieren will, ist an dieser Stelle erst einmal zweitrangig. Bedeutend ist, dass es überhaupt mal vermehrt von offizieller Seite angesprochen wird und somit der Weltbevölkerung die Chance gibt, die Tomaten von den Augen endlich einmal wegzunehmen. Chemtrails, Streifen, die sich nicht auflösen, sondern am Himmel bleiben und sich ausdehnen. Chemtrails über einem Feld in den USA. Im linken Bereich erkennt man, wie die Streifen sich bereits ausgedehnt haben und anfangen, den Himmel zu bedecken und zu verdunkeln. Typisch sind Kreuz- und Schachbrettmuster, damit die ausdehnenden Streifen eine zugezogene Wolkendecke bilden. Sagen Sie mir bitte nicht, dass Sie solch ein Phänomen bei sich in der Gegend noch nie beobachtet haben. Ich sehe das bei mir fast täglich und das seit vielen Jahren.
Harald Kautz-Weller. Chemtrails und die Transhumanismus-Agenda. Bezüglich des Ausbringens von Aluminium- und Bariumsalzen sowie Strontium fand ich noch einen interessanten Beitrag auf sauberer-himmel.de, der diesbezüglich noch etwas näher ins Detail geht. Aller Voraussicht nach werden mit Barium, Strontium, Titanat piezoelektrische Nanokristalle versprüht, welche die Atmosphäre in ein technisches Plasma verwandeln. Mit dieser künstlichen Plasmaschicht kann Golf gespielt werden. Diese Kristalle können nämlich zwischen verschiedenen Gitterstrukturen springen und dabei ihre elektrischen Eigenschaften spontan ändern. Ein federleichtes Polymergemisch dient als Trägersubstanz und gewährleistet die Bindung des Bariums und Aluminiumpulvers in der Luft. Schließlich sollen die versprühten Teilchen Wolken bilden. Der deutsche naturwissenschaftliche Forscher aus dem Bereich der Umweltanalytik Harald Kautz-Weller steigt dazu noch etwas tiefer in die Materie ein und erklärt: Liest man die Patente aufmerksam durch, so fällt ins Auge, dass hier mit Wellen und ihren Time-Reversed-Replika-Wellen gearbeitet wird. Das heißt, dass hier Skalarwellenphysik zur Anwendung kommt. Wenn die Kristalle auf diesen Wellen mit physikalisch konventionellen Reaktionen antworten, dann fangen und streuen die Nanopartikel auch Biophotonen. Die interzelluläre Kommunikation und der Energieaustausch innerhalb von Biotopen ist auf den freien Austausch von Biophotonen angewiesen. Biophotonen sind bidirektionale Lichtwellen, komponiert aus eben jenen Wellen und ihren Time-Reversed-Replika-Wellen, durch die Zellen auf räumliche Distanz miteinander verkoppelt sind, über die sie Information und Energie austauschen. Die bidirektionalen Biophotonen befinden sich optisch in gegenseitiger Auslöschung, quasi als stehende Lichtwelle, wodurch das Gewebe für sie transparent wird. Bringt man jetzt Kristalle in das System, die für genau diese Wellenformen sensibel sind, die sie aufnehmen und als weißes, informationsloses, nicht kohärentes, willkürlich polarisiertes und damit als nicht mehr verkoppelbares Licht refraktieren, so verendet die Zellkommunikation und der freie Energieaustausch innerhalb von Pflanzen, sobald die Welsbach-Partikel in das Gewebe eingedrungen sind. Das Gleiche passiert zwischen zum Beispiel Pflanzen und den Mikroben im Boden. Dazu reicht es, wenn die Partikel an der Oberfläche der Pflanzen kleben oder sich im Zwischenraum verteilen. Man muss da nicht nur an Wiesen und Wälder denken, auch der Ozean könnte bezüglich Qualität und Quantität der Planktonproduktion in Mitleidenschaft gezogen werden, nur weil die Partikel im Wasser schweben und die Zellkommunikation innerhalb der Planktonbiotope zerstreuen und zerstören. Das heißt, dass mit diesen versprühten Metallverbindungen künstlich elektrische Felder erzeugt werden, im Zusammenspiel auch mit Mobilfunk und anderen schädlichen Wellen, und die Nanopartikel dadurch den Fluss der Biophotonen in lebenden Organismen wie Menschen, Tieren und Pflanzen manipulieren und somit die Zellkommunikation stören bzw. manipulieren können. Ähnlich wie bei den Impfungen kann also auch hier durch die Chemtrails der Lichtstoffwechsel der DNA unterbrochen werden. Dass es beim Thema Chemtrails nicht bloß um Wetterbeeinflussung geht, habe ich mittlerweile durchblicken lassen. Es geht um die Kontrolle über das menschliche Bewusstsein und auch um die Erweiterung technischer Möglichkeiten. Herr Kautz-Weller bot dazu in seinen Vorträgen sehr brisante Informationen und drang dabei tiefer bis zum Kern vor als die meisten anderen Forscher jemals. Seine Entdeckungen und Zusammenhänge werden viele Menschen schockieren. Sie führen das bisher Gesagte über DNA und Bio- bzw. Lichtphotonen noch weiter aus. Nachfolgend mal eine komprimierte Zusammenfassung seiner wichtigsten Aussagen, um uns nicht zu sehr in komplexe wissenschaftliche und technische Details zu verlieren. Die Wetter- bzw. Klimabeeinflussung durch Chemtrails bildet nur die äußerste Schicht, von der die Öffentlichkeit erfahren darf, was in meinen Augen im Zuge des propagierten Klimawandels eine sehr gute Ablenkungsshow ist. Wenn man sich eine Ebene tiefer anschaut, so muss man hier von fortgeschrittener Militärtechnologie sprechen, die angewandt wird. Das technische Plasma und die reflektierenden Metalle ermöglichen unter anderem Radarreichweitenverlängerung,
Raketenschutzschilde sowie eine dreidimensionale Radar-Luftraumüberwachung. Denn die Partikelplasmen besitzen optische und elektrophysikalische Eigenschaften. Das alles bewirkt, wie wir bereits erörtert haben, Pflanzensterben sowie Baumsterben und Tiersterben und auch Bevölkerungsreduktion bis zu einem gewissen Grade. Hinter diesem Chemtrail-Projekt stecken US-amerikanische Geheimdienste wie die CIA, NSA und die NASA in Kooperation mit der US-Luftwaffe. Geht man noch eine Ebene tiefer, so entdeckt man hinter diesen globalen Sprühaktionen eine transhumanistische Agenda, also die Absicht, die Menschen mit Maschinentechnologie zu verschmelzen. Und da kommen neben den Metallen und Nanopartikeln auch biologische Agenten ins Spiel, die über die Luft in unsere Körper eingeschleust wurden und weiterhin werden. Die Elemente, die versprüht werden, bilden eine Verschmelzung von Biologie, Chemie und Technik. Nach Kautsvelas Worten werden wir durchseucht mit kleinen Antennen, die eine bidirektionale, also in beiden Richtungen, Schnittstelle zwischen Funksignalen und unserem inneren Lichtkörper herstellen, wenn man es so nennen mag. Funksignale von außen, zum Beispiel Mikrowellen, WLAN, Mobilfunk, Skalarwellen, werden durch die biologischen Agenten in unserem Körper in DNA-lesbare Lichtsignale verwandelt. Unsere DNA kommuniziert über Lichtphotonen. Umgekehrt funktioniert es ebenfalls. DNA-Lichtsignale werden durch dieselben Agenten in Funksignale umgewandelt. Was bedeutet das nun? Einerseits können auf diese Weise gepulste Informationen von außen in Form von Licht in den Körper hineingebracht werden und somit Gefühle blockieren oder auslösen. Der gesamte Gefühlshaushalt eines Menschen kann dadurch von außen gesteuert werden. So ließe sich damit zum Beispiel im arabischen Raum ein arabischer Frühling auslösen. Oder auch anderswo in der Welt, wo ein Menschenkollektiv plötzlich die eigene Regierung stürzt. Morgellon-Syndrom, Pilzkrankheit. Gehen wir noch ein Stück tiefer in die Materie, so erfahren wir von Kautsvela, dass diese biologischen Agenten sogenannte Morgellons sind. Das sind künstliche Lebewesen, genauer gesagt eine Kombination aus Einzellern, Vielzellern und Pilzen. Diese Morgellons wachsen auch wie Pilze, sie bilden Myzelien und Fruchtkörper aus. Solch ein Fruchtkörper reift in einem 28-Tage-Zyklus im menschlichen Magen-Darm-Trakt und gegebenenfalls im Uterus der Frau heran, wird etwa 3 cm groß und ähnelt einem menschlichen Embryo in der 20. Schwangerschaftswoche. Es ist zweigeschlechtlich mit ausgebildeten Geschlechtsorganen. In der Morphogenese besitzen die Morgellons insektoide und humanoide Merkmale und sollen laut einigen Quellen in Chemtrails und in genetisch manipulierten Lebensmitteln vorkommen. Sie formen feine Kapillaren aus, welche die Nanopartikel bestimmter Klassen aufnehmen, die zufälligerweise genau durch Chemtrails versprüht werden. Das Resultat sind dann lebende optische Fasern, die sich mit verschiedenen Nanopartikeln von innen füllen und als kleine Quantenlaser funktionieren, die man von außen, wie vorhin bereits erwähnt, elektromagnetisch aktivieren und kontrollieren kann. Einerseits können also von außen Informationen in den Körper hineingebracht werden, andererseits werden über diese Schnittstelle auch Informationen nach außen gefunkt. Aufgrund unserer einzigartigen DNA-Signatur sind wir dadurch für die Radarsysteme der Geheimdienste jederzeit weltweit bis 800 Meter unter der Erde individuell ortbar. Zudem können Gemütszustände und der Zustand der Gesundheit der Menschen abgelesen und aufgenommen und diese auch auf andere Menschen übertragen werden. Letztere erleben dann Bewusstseinszustände, die nicht ihre eigenen sind. Durch die weltweiten Sprühaktionen hätten fast alle Menschen diese Morgellons im Körper. Jene Menschen, deren Körper Widerstände gegen sie entwickeln, versuchen diese als Auswucherungen über die Haut abzusondern. Aus der Haut wachsen dann spinnenwebartige blaue und/oder rote Fäden, die sehr hart und robust sind. Offiziell ist das Morgellon-Syndrom nicht als Krankheit anerkannt, obwohl rund 300.000 Menschen weltweit mit diesen Symptomen bereits aufgetaucht sind. Bilder dazu möchte ich Ihnen an dieser Stelle aber ersparen,
denn diese Wesen ernähren sich von negativen Emotionen, insbesondere von Ängsten und Wut. Und wie wir von Professor Dr. Yoda wissen, wollen wir mit Ängsten nichts manifestieren, was wir nicht wollen. Diese Parasiten lieben ein saures Milieu im Körper. Negative Gefühlszustände machen unseren Körper sauer. Spirituell betrachtet bedeutet das, mehr in die Liebe und Vergebung zu gehen, auf seine Gedanken und Gefühle zu achten. Auf der rein körperlichen Ebene sollen Antibiotika und Antimykotika schädlich wirken, da sie die guten Darmbakterien zerstören. Genauso Quecksilber und Zucker. Diese fördern wiederum den Hefepilz im Darm, Candida. Daher sind Amalgamsanierungen, Schwermetallausleitungen sowie regelmäßige Entsäuerung des Körpers, zum Beispiel durch basische Bäder, Einnahme von Mineralien und das vermehrte Zuführen von möglichst biologischen Lebensmitteln, die sich basisch auf den Körper auswirken, sehr wichtig. Also mehr Rohkost in Form von Obst, Salaten, Wildkräutern. Parallel dazu sollte das Immunsystem mit guten Nahrungsergänzungsmitteln aufgebaut werden, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega-3-Öle, Proteine, Probiotika, hormonaufbauende oder regulierende pflanzliche Mittel, bedarfsweise Aminosäurenkomplex und Tonika aus dem TCM, Ayurveda-Bereich. Aufgrund der Tatsache, dass die heutigen Nahrungs- und Lebensmittel durch ausgelaugte Böden, Herbizide und Pestizide kaum noch Nährstoffe haben, wäre es meiner Meinung nach schon fahrlässig, nicht mit ergänzenden Präparaten zu supplementieren. 2 bis 3 Gramm Vitamin C pro Tag, täglich Magnesium, hin und wieder B-Komplex und Vitamin D3 plus K2 nach Bedarf gehören bei mir mittlerweile zum Basisrepertoire. Das D3 braucht das GC-Protein, um GCMAF zu bilden. Man muss gerade in der heutigen Zeit dem Körper genug geben, damit er all den Giften und täglichen Belastungen im Leben auch etwas entgegensetzen kann. Suchen Sie sich gegebenenfalls Rat bei einem Alternativmediziner, wenn Sie in Bezug auf eine geeignete Supplementierung nicht weiter wissen. Am Ende des Buches habe ich für all jene Interessenten einige weiterführende Quellen aufgeführt, bei denen ich selbst seit Jahren bestelle und zufrieden bin. Weitere Entgiftungstipps finden Sie auf zentrum-der-gesundheit.de/aluminium-ahs-leiten-ia.html. Zum Beispiel soll natürliches Silizium eines der Gegenmittel für Aluminium sein. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unsere Atemluft buchstäblich militarisiert wurde und als Hightech-Waffe gegen uns, die zu lebenden Antennen und Sende- und Empfangsanlagen umgewandelt wurden, eingesetzt wird. Vorträge von Harald Kautz-Weller finden Sie übrigens auf aquarius-technologies.de. Was können wir gegen Chemtrails ausrichten? Weltweiter Aufruf. Wir müssen uns die Hoheit über unseren Himmel und unsere Atemluft wiederholen. Da führt kein Weg daran vorbei. Es gibt Wege, wie wir die Vergiftungen und Abdunkelung unseres Himmels zumindest reduzieren und eindämmen können. Hierbei gilt ganz stark die Devise: Je mehr mitmachen, umso effektiver unsere Vorhaben. Denn hierbei macht es tatsächlich die Masse aus. Bei allen folgenden Methoden ist die ehrliche Absicht von Herzen ohne Ego-Gehabe und Profitgier wichtig. Denn sonst werden Sie keinen Erfolg haben. Landesweite und weltweite Aktion zur Sphärenharmonisierung. Eine technische Möglichkeit bietet der Einsatz von sogenannten Chembustern bzw. Cloudbustern, Wolkenbrechern. Dazu schrieb ich in meinem vorigen Buch unter der Überschrift Das Wunder der Wüstenbegrünung über folgendes interessantes Projekt. Diplom-Ingenieur Majid Abdelaziz, Begründer und Betreiber des Desert Greening Projects, hat in der algerischen Wüste in nur wenigen Jahren das erschaffen, was die meisten nicht für möglich gehalten hätten. Er lässt es in der Wüste regnen. Doch das ist noch längst nicht alles. Einen Teil der Wüste hat er in nur 7 Jahren in eine grüne Oase verwandelt, wo jetzt Pflanzen, Sträucher und Bäume wachsen.
eine richtige Vegetation mit eigenem Mikroklima, in dem sogar Gemüse und Obst in Bioqualität angebaut wird. Ein wahres Wunder. Auf der Webseite des Projekts erfahren wir mehr über sein Geheimnis. Mit Hilfe von teils jahrtausendaltem Wissen, das heute durch die neuesten Erkenntnisse der Quanten-, Orgon- und Wirbelphysik bestätigt wird, gelingt es, in Wüstengebieten den immer gleichen blauen Himmel zu beleben und ein abwechslungsreiches Wettergeschehen anzuregen. Dabei wird nicht mit Raketen geschossen, um die Natur in die Knie zu zwingen. Die Methoden gleichen vielmehr der Behandlung eines Patienten, der eine starke Verspannung hat, mit einigen sehr bedacht gesetzten Akupunkturnadeln. Auch das Ergebnis ist ähnlich. Der Patient erholt sich und die Schulwissenschaft zieht skeptisch die Augenbrauen hoch. Die Atmosphäre erlebt eine Revitalisierung. Die Wissenschaft der Wüstenbegrünung gründet sich unter anderem auf die alten Wissenschaften des Feng Shui und der Geomantie, Wissenschaften, denen der Gedanke der Ganzheitlichkeit innewohnt. Der Cloudbuster als Stellvertreter des Elements Metall ist in diesem Denken nur eine Säule der integralen Umweltheilung. Erde, Wasser, Feuer. Bäume sind die anderen Elemente, mit denen gearbeitet wird. In der modernen Forschung haben Wilhelm Reich, Viktor Schauberger, Nikola Tesla, Walter Rüssel, Georges Lakowski und andere Wissenschaftler bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Aber auch aus den antiken Kulturen gibt es Wissen, das heute für ein nachhaltiges Wirtschaften Gold wert sein kann. Desert Greening wendet dabei bewährte Methoden der lebensenergetischen Aktivierung von Wasser, Boden und Pflanzen an. Das Zusammenwirken dieser Methoden bewirkt eine Wiederbelebung der Natur. Und das auch in Gegenden wie Wüsten, wo die natürlichen Lebensgrundlagen eigentlich weitestgehend nicht mehr vorhanden sind. Übrigens, die zum Einsatz kommenden Cloudbuster, zu Deutsch Wolkenbrecher, sind auch imstande, über Himmelsakupunktur gezielt Chemtrails aufzulösen. Im Internet finden sich zwar auch Bauanleitungen zu einfachen Chembustern, die Richtigkeit und effiziente und vor allem langfristige Wirkweise solcher Gerätschaften wage ich jedoch ernsthaft zu bezweifeln. Da werden Kristalle benutzt, bei denen nicht geprüft wird, ob sie energetisch überhaupt rein sind und nicht mit negativen Aspekten programmiert wurden, somit gegebenenfalls sogar mehr Schaden als Nutzen bringen. Die meisten Leute sind sich dessen nicht einmal ansatzweise bewusst. Vielleicht können aber mit Majid Abdelaziz von desert-screening.com Kooperationen zum Bau von professionellen und funktionierenden Wetterharmonisierern geschlossen werden. Der gute Mann hat schließlich langjährige fundierte Erfahrungen und hat bereits einige Wüstengegenden sehr erfolgreich in grüne Oasen verwandelt, in denen Obst und Gemüse wachsen und gedeihen wie im Paradies. In Zusammenarbeit mit dem Handwerksgenie Peter Kutschera entwickelte er solch einen Sphärenharmonisierer auch in einem kleineren Maßstab, welcher gerade für Eigenheimbesitzer interessant sein könnte. Nähere Informationen dazu gibt es auf blauer-planet.de, wo folgende positive Wirkungen von solchen Himmelsharmonisierern aufgezählt werden, die nach den Vorgaben von Abdelaziz gebaut werden, der sich wiederum den Erkenntnissen von Tesla, Reich und Schauberger bediente. Luft, Boden, Wasser und organische Materie werden harmonisiert. Die Frequenz wird natürlicher, annähernd so, wie sie in den 60er Jahren war. Dadurch können sich auch beim Menschen alte Blockaden auflösen. Es kommt zu einer Heilung von Luft, Boden, Wasser und allen Lebewesen. Das Pflanzenwachstum wird gefördert. Chemtrails werden aufgelöst. HARP kann uns nicht mehr negativ beeinflussen oder manipulieren. Die Menschen werden wacher, bewusster und mutiger. Chakren werden aktiviert und harmonisiert. Die große Version hat einen Wirkreis von bis zu 500 Kilometern. Trifft sie auf Schwingungen einer weiteren Anlage, so heißt es in der Beschreibung, arbeiten diese dann zusammen und verstärken sich gegenseitig. Synergieeffekt. Liebe Leute in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weltweit, hier sind mutige und herzensgute Leute, Unternehmen und Stiftungen aufgerufen, daran mitzuhelfen, ein solches Netz an Harmonisierern in unseren Ländern zu errichten. Es gilt, keine Zeit zu verlieren,
Chemtrails auflösen durch Gebete. Dies richtet sich ausschließlich an jene spirituell offenen und arbeitenden Leute sowie an alle, die interessiert sind. Die wissen, wie machtvoll Gebete sein können. Wir sind nicht allein im Universum. Wir haben die göttliche Schöpfung auf unserer Seite, die wir jederzeit um Hilfe bitten können. In der geistigen Welt wartet eine riesige Schar an Engeln darauf, uns helfen zu dürfen. Sie tun es nicht, da sie sonst gegen unseren freien Willen agieren würden. Das heißt, wir müssen sie aktiv um Hilfe bitten. Dies muss aber ehrlich und von Herzen geschehen. Folgendes Gebet kann Wunder bewirken. Liebe Engel, bitte löst sämtliche Chemtrails am Himmel auf und neutralisiert sämtliche Gifte, die von oben herab auf uns versprüht werden. Zu jeder Zeit, Tag und Nacht, sofern ihr es für richtig haltet. Vielen Dank. Diese Art der Formulierung ist deshalb wichtig, weil wir als einzelne Menschen uns nicht in die Lernprozesse anderer Menschen oder des Menschheitskollektivs einmischen dürfen. Mit dem Zusatz, sofern ihr es für richtig haltet, laden wir uns selbst kein Karma auf. Die Engel entscheiden dann, ob und wie viel aufgelöst wird. Ich selbst habe dies in meinem Wohnort mehrmals an Tagen praktiziert, an denen Chemtrail-Streifen am Himmel sichtbar waren. Kurze Zeit später waren diese dann tatsächlich verschwunden und bildeten keine, wie sonst üblich, zugezogene Wolkendecke. Es klappt aber nicht immer. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass so viele Menschen wie möglich sich dessen bewusst sind und die geistige Welt um Hilfe bitten. Und dass jedes Mal oder so häufig wie möglich, wenn Chemtrails am Himmel zu sehen sind oder der Himmel komplett bedeckt ist. Je mehr mitmachen, umso mehr Gewicht haben unsere Bitten und somit unser kollektiver Wille im Universum. Dadurch verliert die dunkle Seite wiederum an Einfluss. Sollten Sie bisher zu Gebeten keinen Bezug gehabt haben, sind Sie dennoch dazu eingeladen, mitzumachen, sofern Sie möchten. Wer Zeit und Lust hat, kann natürlich beide der oben genannten Möglichkeiten anwenden. Des Weiteren sei an dieser Stelle an die werte Leserschaft die Frage gerichtet, ob jemand von einer oder mehreren echten Impfungen oder Präparaten Bescheid weiß, die gegen all die Gifte in Impfungen und Chemtrails tatsächlich und langfristig immun machen bzw. diese neutralisieren. Zudem besondere Vitamincocktails als Infusionen, die in ihrer synergetischen Zusammensetzung das Immunsystem wieder aufbauen. Die Herrscherkaste besitzt solche Möglichkeiten, denn sonst könnten sie nicht rund um die Uhr voller Elan die Menschheit unterdrücken und dezimieren. Spezielle, möglichst nebenwirkungsfreie Ausleitungsmethoden, die neben den bisher bekannten kaum geläufig sind, wären ebenso interessant. Anonyme Zusendungen sind auch möglich. In allen Fällen gilt grundsätzlich Quellenschutz. Diesbezüglich brauchbare und evolutionäre Informationen und Bezugsquellen, die der Menschheit helfen, werden gegebenenfalls in einer nächsten Auflage dieses Buches oder in einem Artikel erwähnt. Danke. Minisphärenharmonisierer von Abdelaziz und Kutschera mit einer Höhe von ca. 2 Metern und einem Wirkradius von etwa 180 Kilometern. Der Dodekaeder kann zusätzlich implementiert werden, welcher die Wirkung nochmals verstärkt. Solch eine Anlage soll auch in der Lage sein, die schädlichen Mobilfunkstrahlen zu harmonisieren. HARP – Wetterwaffe und Beeinflussung des menschlichen Bewusstseins. Wenn es um das Thema Wetterbeeinflussung geht, so sollte auch HARP in diesem Zusammenhang eine Erwähnung finden. HARP – H-A-A-R-P – High Frequency Active Auronal Research Program, deutsch aktives Hochfrequenzforschungsprogramm zur Erforschung des Polarlichts, ist ein militärisches und ziviles Hochfrequenzforschungsprogramm zur, so die offizielle Verlautbarung, Untersuchung der Ionosphäre mittels Radiowellen, die von riesigen Sendeanlagen aus in die Ionosphäre gesandt werden.
Der Unterausschuss für Sicherheit und Abrüstung des EU-Parlaments kam anlässlich einer Anhörung am 5. Februar 1998 zu dem Schluss, dass HARP, ein von der US-Luftwaffe und dem Geophysikalischen Institut der Universität Alaska in Fairbanks betriebenes, zur Klimabeeinflussung genutztes Waffensystem ist, bei der Bereiche der Ionosphäre von ausgesandten Radiowellen erhitzt werden. Eine der ältesten HARP-Anlagen befindet sich übrigens in Alaska, USA. Überraschenderweise hat der deutsche TV-Sender ZDF, mal wieder, auch hierzu zumindest etwas darüber in einer Sendung enthüllt. Fernab von jeglicher Zivilisation betreiben die amerikanischen Militärs hier eine Anlage zur Manipulation der Ionosphäre. Ein riesiger Antennenwald kann Radiowellen in die Ionosphäre abstrahlen. HARP hat eine Sendeleistung von 3600 Kilowatt. Das entspricht der Leistung von 1000 Fernsehsendern. Mit den Radiowellen versucht man, die Ionosphäre zu verändern. Die Radiowellen pumpen Energie in diese Schicht aus elektrisch geladenen Teilchen. Die Ionosphäre wird aufgeheizt, dehnt sich an diesen Stellen aus und erzeugt Stürme. Eine Möglichkeit, dem militärischen Gegner Schwierigkeiten zu bereiten. Sehr interessant. Hat der Zensor da gerade ein Mittagsschläfchen gehalten? Durch HARP lässt sich nicht nur das Wetter beliebig steuern, sondern durch die Möglichkeit der Erzeugung von niedrigfrequenten Wellen, ELF und VLF-Wellen, auch das Bewusstsein der Menschen. VLF steht dabei für Very Low Frequency, sehr niedrige Frequenz, und ELF steht für Extreme Low Frequency, extrem niedrige Frequenz. VLF-Wellen arbeiten im Frequenzbereich von 3 bis 30 kHz und ELF-Wellen arbeiten im Frequenzspektrum hauptsächlich im Bereich von 3 bis 30 Hertz. Im Bereich kurz darüber, 30 bis 300 Hertz, spricht man dann von Super Low Frequency, SLF-Wellen. Warum sind gerade die ELF-Wellen am interessantesten? Weil das menschliche Gehirn ebenfalls in diesem Frequenzspektrum arbeitet. Es gibt 5 Zustände des Gehirns. Delta-Zustand im Bereich von 0 bis 4 Hertz, Tiefschlaf, Koma. Theta-Zustand im Bereich von 4 bis 8 Hertz, Traum, Hypnose, Trance. Alpha-Zustand im Bereich von 8 bis 13 Hertz, Entspannung, Meditation. Beta-Zustand im Bereich von 13 bis 38 Hertz, Wachzustand, Konzentration, hohe Erregung. Gamma-Zustand im Bereich von 38 bis 100 Hertz, höchste Konzentration mit hohem Informationsfluss, auch Angst, Stress. Was das im Zusammenhang mit 11 ELF-Wellen bedeutet, wurde in einem interessanten Artikel auf Zeitenschrift.com eindrucksvoll erklärt. Die genauen Kenntnisse der elektromagnetischen Felder erlauben den Zugriff auf die komplexen neurokognitiven Prozesse, die mit dem menschlichen Selbst, dem Bewusstsein und dem Gedächtnis verbunden sind. Bei Einstrahlung entsprechender Frequenzen auf das Gehirn werden ab einer bestimmten Intensität veränderte Hirnwellenmuster erzwungen und die Funktion des Gehirns unterbrochen, was zu ernsthaften Störungen führen kann. Diese Manipulation der mentalen Funktion stört die neurologischen und physischen Funktionen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit können beträchtlich sein, da das menschliche Gehirn und verschiedene andere Organe eben mit elektromagnetischen Wellen im ELF-Bereich arbeiten. Am 16. Juli 1981 gab der nordamerikanische TV-Sender NBC, National Broadcasting Corporation, bekannt, dass der Nordwesten der USA jahrelang mit Extreme Low Frequency Wellen, ELF-Wellen, bestrahlt wurde. Und die Nachrichtenagentur Associated Press veröffentlichte zur gleichen Zeit eine Meldung, in welcher stand, dass dies auch beabsichtigt war. Die Sowjetunion habe ab ca. 1960 über ein Gerät namens LIDA verfügt, mit dem man das menschliche Verhalten mittels ELF-Wellen beeinflussen konnte. In der UdSSR sei das Gerät dazu benutzt worden, die Menschen träge zu machen und in einen tranceähnlichen gleichgültigen Zustand zu versetzen.
Man kann damit zwar auch psychische Probleme, Neurosen und Bluthochdruck behandeln, aber ebenso einen Zustand der Aggression oder Depression hervorrufen. Es seien große LIDAR-Ausrüstungen benutzt worden, um Einzelpersonen, aber auch Städte und ganze Regionen der UdSSR und der USA mit ELF-Wellen mit dem Ziel zu bestrahlen, ein bestimmtes Verhalten hervorzurufen. Laut Angaben der US Defense Intelligence Agency ist es möglich, Geräusche und ganze Worte im Gehirn eines Menschen auftauchen zu lassen, ebenso wie ferngesteuert Hirnschläge, Herzversagen und andere Krankheiten auszulösen. Eine Bestätigung dieser nicht gerade angenehmen Tatsache gab sogar Boris Jelzin. In der 1989er Ausgabe der Microwave News sagte der spätere erste Präsident Russlands 1991 bis 1999 einem Reporter, der KGB besitze ein ELF-Gerät, welches das menschliche Herz zum Stillstand bringen könne. Während eines Interviews mit Radio Liberty, einer US-Kurzwellenstation im ehemaligen Westdeutschland, wurde Jelzin etwas konkreter und erklärte, KGB-Agenten hätten ihm anvertraut, über ein Gerät zu verfügen, welches ein so starkes 7 bis 11 Herzsignal aussendet, dass ein Herz gestoppt werden könne. Jelzin zitierte den Geheimdienstmann mit den Worten: Wenn keine erste Hilfe in der Nähe ist, dann ist alles vorbei. Hier mag interessant sein, dass eine auffällig große Zahl jener Menschen, die Augenzeugen der Ermordung John F. Kennedys waren, an Herzattacken starben. Die US-Regierung ist selbstredend im Besitz ähnlicher Geräte. Dem Enthüllungsjournalisten Jim Keith zufolge lautet ihr Codename Project Black Beauty. ELF-Geräte sollen auch eingesetzt worden sein, als sich Panamas Diktator Manuel Noriega nach der Invasion der US-Truppen von 1989 in der Vatikanbotschaft in Panama City versteckte. Die Geräte waren als Lautsprecher getarnt, aus denen ständig überlaut Heavy-Metal-Rock-Musik dröhnte. Offiziell sollte die Musik Noriega depressiv machen. In Wirklichkeit aber wurde die Botschaft mit ELF-Wellen bestrahlt. Die Möglichkeit, Botschaften, Bilder und Glaubensmuster ins Gehirn zu projizieren, ist auch unter dem Namen die Stimme Gottes-Technologie bekannt. Der investigative Journalist Preston James berichtete, dass diese Technologie im ersten Golfkrieg in einem Einsatz gegen Soldaten der irakischen republikanischen Garde eingesetzt wurde. Man ließ sie Stimmen Allahs in ihren Köpfen hören, die ihnen befahlen, sie sollen ihre Waffen niederlegen und sich ergeben, woraufhin hunderte irakische Soldaten von Panzern plattgewalzt wurden. Der vorhin erwähnte Unterausschuss des EU-Parlaments sprach 1998 recht offen über die Eigenschaften von HARP und seine negativen Auswirkungen. So heißt es im Bericht dieses Unterausschusses auf der Webseite des Europaparlaments: HARP ist für viele Zwecke einsetzbar. Durch Manipulation der elektrischen Eigenschaften in der Atmosphäre lassen sich gewaltige Kräfte kontrollieren. Wird dies als militärische Waffe eingesetzt, können die Folgen für den Feind verhängnisvoll sein. Durch HARP lässt sich ein fest umrissenes Gebiet millionenfach stärker mit Energie aufladen als mit irgendeiner anderen herkömmlichen Energiequelle. Die Energie lässt sich auch auf ein bewegliches Ziel ausrichten, unter anderem auf feindliche Raketen. HARP kann Veränderungen der klimatischen Bedingungen bewirken. Das System kann auch das gesamte Ökosystem beeinträchtigen, insbesondere in der empfindlichen Antarktis. Eine weitere schwerwiegende Folge von HARP sind die Löcher in der Ionosphäre, die durch die nach oben gerichteten starken Wellen entstehen. Die Ionosphäre schützt uns vor einfallender kosmischer Strahlung. Es besteht die Hoffnung, dass die Löcher sich wieder schließen, aber die Erfahrungen mit den Veränderungen der Ozonschicht deuten in die entgegengesetzte Richtung. Die schützende Ionosphäre weist also große Löcher auf. Also, hier nochmals von hochoffizieller Seite die Bestätigung dafür, wie gefährlich diese Sendeanlagen für Mensch und Umwelt sind. Ein Abschnitt in diesem Bericht ließ mich aber besonders aufhorchen, wo es hieß: HARP steht in Verbindung mit 50 Jahren intensiver Weltraumforschung für eindeutig militärische Zwecke, beispielsweise als Teil des Kriegs der Sterne,
um die obere Atmosphäre und die Kommunikation zu kontrollieren. Solche Forschungsarbeiten sind als schwerwiegend umweltschädigend anzusehen. Sie können unübersehbare Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. Niemand weiß heute mit Sicherheit, welche Auswirkungen HARP haben kann. Der Geheimhaltung in der militärischen Forschung muss entgegengewirkt werden. Das Recht auf Öffentlichkeit und demokratische Kontrolle militärischer Forschungsprojekte und die parlamentarische Kontrolle müssen gestärkt werden. Aha, was lesen unsere Augen da? Da wird von einem Krieg der Sterne geredet. Zu diesem ganz besonderen Krieg komme ich im dritten Band ausführlicher zu sprechen. Daher können Sie sich diese Aussage im Bericht des Unterausschusses für Sicherheit und Abrüstung des Europaparlaments schon einmal vormerken. Alaska ist aber nicht der einzige Ort, wo diese massigen Senderantennen an zwei Standorten aufgestellt sind. Ähnliche weltweit aufgestellte Frequenzanlagen befinden sich des Weiteren unter anderem in Russland, Nizhny Novgorod, SURA, Norwegen, Tromsø, Schweden, Växjö, Australien, Exmouth, Marinefunkstelle Harold E. Holt, Peru, Chicamarca, Ionospheric Radio Observatory, Antarktis. Weltweit sollen in vielen anderen Ländern ebenfalls HARP oder HARP-ähnliche Anlagen stehen. In Deutschland stehen sehr viele dieser Ionosphärenheizer. Die in Rostock-Marlow gelegene Sendeanlage gilt mit ihrer enormen Sendeleistung von 500 Megawatt als die größte HARP-Anlage weltweit. Weitere Standorte sind unter anderem Hamburg, Berlin, Wilhelmsburg, Jülich, Garching unter Weilenbach, Bornim bei Potsdam, Tremsdorf, Wachtberg, Tautenburg, Thüringer Wald, Bad Münstereifel-Effelsberg, Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Wie heißt es doch so schön? Nicht kleckern, sondern klotzen. Und Deutschland muss natürlich ganz vorn mitmischen. Toll ist es natürlich, wenn Politiker auch mal die Wahrheit ausplaudern. So drohte Wladimir Schirinowski, Gründer der nationalistischen, liberaldemokratischen Partei Russlands, im Hinblick auf die Ukraine-Reise vor laufender Kamera den US-Amerikanern, als er sagte: Was ich den Amerikanern gerne sagen würde. Ein Flugzeug war aus Malaysia nach China unterwegs. Es ist verschwunden. Flug MH370. Es gab ein Tsunami. 300.000 auf dem Meeresgrund. Diese Operation nannten wir Zeit zum Waschen. Es verschwinden Schiffe. Das Schiff war da, jetzt ist es nicht mehr da. So können auch ganze Städte verschwinden. Washington war da, jetzt ist die Stadt nicht mehr da. Das Weiße Haus war da, jetzt ist es nicht mehr da. Alle wachen morgens auf und sehen, das Weiße Haus ist nicht mehr da. Nichts ist mehr da. Es gibt Schneestürme, die ganz Amerika mit Schnee zuschütten. Es gibt Wetterwaffen, die dafür sorgen können, dass in einer Stadt niemand mehr aufwacht, weil der Luftdruck zu hoch ist. Alle sterben, ohne Explosionen, ohne Rauch, ohne Molotow-Cocktails, ohne auch nur einen Schuss, ohne Radioaktivität. Da sollten die Amerikaner mal darüber nachdenken. Sehr interessant, seine Aussagen, oder? Meinte Schirinowski hier den Einsatz von HARP? Oder womöglich noch von weiteren Geheimwaffen? Übrigens wurde Schirinowski unter dem Namen Wladimir Wolfowitsch Eidelstein in Kasachstan geboren. Sein Vater war polnischer Jude und einst Mitglied der rechtsradikalen nationalistischen Herut-Partei in Israel. Sein Großvater war ein reicher Industrieller in der Ukraine. Dass Schirinowski heute der Anführer der russischen Opposition unter dem Deckmantel des Nationalismus ist, dürfte somit sicher kein Zufall sein. Der Fall einer kontrollierten Opposition ist hier sehr naheliegend. Die dreiste CO2-Lüge und menschengemachter Klimawandel. Ich hatte ernsthaft überlegt, ob ich dazu was schreiben soll, da für viele Menschen diese lächerliche Propagandalüge als solche eigentlich leicht zu erkennen ist. Da aber viele wiederum doch darauf hereinfallen und sich aufgrund dieser globalen Lüge und geschürten Hysterie dann durch neue Steuern und gesetzliche Einschränkungen in ihrem Leben weiter versklaven lassen,
möchte ich zumindest ein paar klärende Worte für die zuletzt genannte Gruppe loswerden. Was hier als erstes menschengemacht ist, sind die Wetter- und Klimabeeinflussung durch Chemtrails, HARP und womöglich andere geheime Waffen. Es wurde behauptet, dass 97% der Wissenschaftler sich einig über die CO2-Treibhaustheorie seien. Doch 97% von wie vielen? Und wer hat diese Wissenschaftler ausgesucht? Die IPCC der Vereinigten Nationen, der sich als Weltklimarat anmaßt. Wollen wir denen wirklich noch trauen, nach dem, was wir bisher wissen? In den letzten Jahren, so schreibt die Zeitung Die Welt in einem Artikel, gab es rund 800 wissenschaftliche Studien, die die CO2-Treibhaustheorie widerlegen. Im Unterschied zu den Klimafälschern, die ihre These lediglich auf Computerberechnungen basieren, haben die rund 800 wissenschaftlichen Studien auf Fakten beruht, mit eigenen Versuchen und Messungen. Die Klimafälscher basieren ihre Thesen dabei auf den schwedischen Chemiker Svante Arrhenius, 1859 bis 1927, der mal die Hypothese aufstellte, dass das CO2 das Klima erwärmen würde, ohne jedwede Beweise. Er dies aber für einen Segen für die Menschheit hielt. Eine Umfrage von 2008, die von den zwei deutschen Wissenschaftlern Dennis Bry und Hans von Storch durchgeführt worden war, kam zum Ergebnis, dass eine signifikante Anzahl an Wissenschaftlern skeptisch darüber ist, dass gegenwärtige Klimamodelle globale Temperaturen und Veränderungen im Meeresspiegel überhaupt über ein Jahrzehnt hinaus vorhersagen können. natural-news.com. Es gibt mittlerweile mehr als 31.000 US-amerikanische Wissenschaftler, die im Rahmen einer Petition der aktuellen Version des propagierten Klimawandels entgegentreten. Way back, 1997, 1998, when the Kyoto Protocol was first being proposed, Art Robinson was one of those pioneers who saw that the science had been hijacked by the left, that people were being lied to, and that real scientists all across the country, all across the world, were being ignored. That the fact that most scientists didn't believe that climate change was either man-made or was going to be a problem was being ignored and hidden by a small group of politically oriented scientists. And he said, let's organize a petition that we can ask scientists to sign that says that we don't believe global warming is a crisis. We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto, Japan in December 1997 and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of mankind. There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth's atmosphere and disruption of Earth's climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth. Period. Signed by 31,000 scientists, over 9,000 of whom have PhDs. This is a battle we must win. And if the more you get into it, the more you are lied about, and you get kind of used to that, and you understand what these people are. And mainly, all of us, we have to help our country because we're in terrible trouble. And the world depends upon us because if our example disappears, we could move for 1,000 years into another dark age. So this is a battle we're all in, whether we like it or not. Thank you. Davon haben Sie in den Medien sicherlich auch nichts gehört. Viele dieser Wissenschaftler fühlten sich ermutigt, die Wahrheit auszusprechen, nachdem der pensionierte Atmosphärenwissenschaftler der NASA, John L. Casey, enthüllte, dass die Sonnenzyklen zum großen Teil für wärmere Perioden auf der Erde verantwortlich sind, nicht der Mensch. Dasselbe hatte schon der deutsche Wissenschaftler Dr. Dieter Bröers herausgefunden und seine wichtigen Erkenntnisse in den Dokumentationen Evolution 2012 und Solar Revolution veröffentlicht. Bereits 1997 schrieb Nigel Calder, mehrfach ausgezeichneter britischer Wissenschaftsjournalist,
jahrelanger Herausgeber des Magazins New Scientist und BBC-Autor, zusammen mit dänischen Physikern das Buch The Magic Sun, die launische Sonne, in dem sie nachweisen, dass die Sonne für unser Klima verantwortlich ist. Die Welt schreibt dazu weiter: Die Ergebnisse der Forscher, die wissenschaftliche Arbeiten über die Auswirkungen der Sonne und der Strahlung aus dem Weltall auf unser Klima beinhalten, aber werden weitgehend totgeschwiegen. Damit können die Politiker nichts anfangen. Das würde bedeuten, dass die Flut von Gesetzen, mit denen die Bürger zu immer neuen Abgaben und Steuern gezwungen werden, um die Welt zu retten, nicht mehr zu rechtfertigen wären. Weder Glühbirnenverbot noch die gigantischen Subventionen für die sogenannte erneuerbare Energie würden einen Sinn machen. Statt mit Steuern den Klimawandel zu beeinflussen, müssten sie sich mit den Folgen des natürlichen Klimawandels beschäftigen. Ja, so ist das. Wenn man sich dann noch die hauptsächliche Zusammensetzung unserer Luft anschaut, dann wird einem erst deutlich, für wie unendlich dumm wir eigentlich verkauft werden. 78,084% Stickstoff, 20,942% Sauerstoff, 0,934% Argon, Edelgas, zusammen 99,960%. 0,038% CO2, Kohlenstoffdioxid. Und für diese 0,038% CO2 in unserer Atemluft soll die Natur wiederum zu 97% verantwortlich sein. Das heißt, der Mensch hat an den 0,038% wiederum einen Anteil von 3%, was insgesamt 0,00114% entsprechen würde. Und uns will man dazu bringen, sich für den Klimawandel schuldig zu fühlen. Ja, ja, jetzt werden CO2-Schreihälse lauthals rufen, dass jedes bisschen mehr unseres Dazutuns das Klima völlig durcheinander bringe. Ich weiß, das ist genauso schlimm wie mit den Zeugen Jehovas oder einer anderen Sekte. Dazu kann ich nur entgegnen: Dann soll doch die Elite endlich mal seit 100 Jahren unterdrückte Technologien freigeben. Dann produzieren wir auch weniger CO2. Übrigens, letzteres brauchen Pflanzen dringend zur Photosynthese. Und wie wir alle in der Schule ausnahmsweise mal richtig gelernt haben, wissen wir, dass Pflanzen durch Photosynthese, Sonnenlicht und CO2 wiederum Sauerstoff produzieren. Wenn aber laufend weltweit Regenwälder abgeholzt werden, gibt es weniger Pflanzen, die einerseits das so mächtig überschüssige CO2 verbrauchen könnten, um Sauerstoff zu produzieren. Es ist aber leicht, den Menschen als Luftverpester weiter zu knebeln und zu drangsalieren. Mit der CO2-Hysterie wird uns zudem auch die Lüge der Überbevölkerung unterschwellig untergejubelt. Denn je mehr Menschen, desto mehr CO2-Ausstoß, gell? Apropos Luftverpester, die rund 90.000 Schiffe weltweit verbrennen etwa 370 Millionen Tonnen an Treibstoff. Die 15 größten Schiffe der Welt wiederum stoßen laut dem Naturschutzbund Deutschland mehr Schwefeldioxide aus als alle Autos der Welt zusammen. Globale Erwärmung ist ein teurer Schwindel. Donald Trump, 2014.